Ja, ich war gerade. Ich hab mein Dingens weggeworfen. Das war auch äußerst Nein! dumm. Klemi, kannst du bitte Tu uns mein wiederbeleben, Clemmy, Grappling los! retten? Wie er die ganzen Items in die Lava wirft. Jo, ich hab ihn. Ich Danke. muss zur Brust finden! Beziehungsweise wir müssen zur Brust finden. Wir müssen auch Oh, ein ich hab neues ja noch Haus machen, wo du. Star-Cannon hier. Hast du auch Ach, genug ich. Stars für die Piu! Star-Cannon? Piu! Oh, keine Sterne mehr. Wir brauchen übrigens dann wieder ein anständiges Haus. Ey, nicht Ich warte mal. verschwenden, ich brauch noch Mana. Wieso? Ich hab nur zwei Mana, Digga. Ach so, ja, Bin ich mir hab sicher, du Max. hast volle Maximale. Wie viel ist überhaupt Maximale? 400, 200. 500, 12, 1000. 200. Wo geht's hier rein? Ach, das ist der andere Weg in die Brust. Richtig. Die Brust von unserer Mutter Erde. Reise zum Mittelpunkt der Erde, so könnte man das Ganze auch nennen. Film ist cool. So, ich gehe mal weiter nach vorne. Sollen wir Gluck, gluck, hier gluck, nicht gluck, weiter gluck, im gluck, gluck, Kram? gluck. Nee, wir sind hier weiter. Oh, hier ist noch mehr Amethyst. Ja, wir sind aber hier oben weiter. Ich will aber ein lilanes Laserschwert. Hier ist ein Hook, die haben wir am Anfang immer gesucht. Da unten war ein Gaylord. Da war der erste Gaylord, hurra! Die habe ich vermisst, die Viecher. Irgendwie scheinen weniger von denen zu kommen in letzter Zeit. Also zumindest hier in dieser Small Map. Der sieht ja anders Was aus. ist das denn? Ein untoter Miner. Das Skelett sah Der gerade Beton, anders komm mal hier aus. oben hin. Komm ich nicht mehr. Das ist zu große Höhle hier. Das ist eine Kiste. Eine goldene Kiste. Was ist da wohl drin? Gold. Oh mein Gott, ein Gaylord. Ich habe ihn Spelunker gesehen. Potion. Nee, Shows the nee, gib mir location of meinen treasure Grappling-Hook. and ore. Das ist cool. Jo, ich komme gleich zu dir. Ich muss erst noch ein bisschen Müll hier wegwerfen. Star Fury, Ein wer braucht denn schon die bisschen Star Fury? Edelsteine ab. Also in dieser Höhle scheint wohl nur Lava zu sein. Immerhin. Ich werfe erst noch ein bisschen Müll weg hier. 10 Goldbarren. Nicht schlecht. Ich wusste gar nicht, dass es goldene Kisten gibt. Du hast vorhin eine geöffnet. Ja, gerade. Echt? Wo der Boomerang war. Das war eine goldene? Ja, habe ich doch extra gesagt, aber du hast mir wieder nicht zugehört. Ach, Wie immer. Tom. Was machst du nur? Wo bist du überhaupt, Schlemi? Ich grab hier. Wir müssen unsere Spinnennetze übrigens holen. Tom, du stehst in Lava. Nee. Ich? Ja, wie gut ist, ich keinen Grappling-Hook mehr hab. Jo, Moment, ich komme zu Hast du dir. dich weggeworfen? Jo, Ja. hat er leider. Aber ich hab sie dafür. Ivy-Hook. Ah, das Ding ist verdammt praktisch für diese Höhlen. Vielleicht ein bisschen weg von der Lava, wenn du es hier wegschmeißt. Jo, denke ich auch. Das Einzige, was man noch einstellen müsste, können müsste, ist, was man nun genau aufheben will und was nicht. Ich buddel mal so lange hier drin unseren Weg weiter. Denn in der Hölle, glaube ich, haben einige Bewohner Danke. dazugezogen. Da hausen nicht nur diese Imps und Schlangen mehr. Diese unglaublich unfairen Imps, wohl bemerkt. Wow. Ja, die Quatsch, haben. Tom, die sind doch nicht unfair. Die haben Die uns die können sich ganze Zeit porten. getötet. Die wollen doch nur spielen. Ach so. Ja dann. Stimmt. Unter dem Gesichtspunkt. Da ist eine Fledermaus. Tötet es. Fledermaus! Du darfst nicht leben! Einfach umgefallen. Sie hat kein Recht zu leben. Wartet auf Diese mich. bemitleidenswerten Wesen müssen vernichtet werden. Ihrer miserablen Existenz ein Ende bereitet, um sie zu erlösen. Okay. Wartet auf Ich krieg grad Tränen mich. in die Augen. Ich krieg grad wirklich Tränen in die Augen. Wieso überhaupt? Das meine ich Mitleid. ernst. Egal, lass uns noch ein paar Fledermäuse umbringen. Das mache ich auch sonst den ganzen Tag zu Hause so. Oh, da ist eine Fledermaus. Cool, muss ich umbringen. Ach Ich hol so, dann mal und kurz Fledermäuse mein. sind auch tagaktive Tiere. Ich hol dann mein Star Fury aus meiner Hosentasche und dann tue ich nach Hellbats suchen, wie ihr seht. Weil hier ist ein Ja, mach Hellbat. ich. Ich mache aber hier mal eben die Lava eben weg. Nicht, dass da einer unfreiwillig reingeht. Das ist Hölle.
Hölle, Hölle, Hölle. Wow. Wow. Feuerschleim. Ey. Nice. Ohne Witz, die Hölle sieht 10-mal besser aus wie vorher. Okay, und gleich zu mir kommen mal wieder die härtesten Viecher, das finde ich ja toll. Die Lavaschleime hinterlassen Lava, die Höllenschleime. Ich habe außerdem einen Hellfork gefunden. Was ist Hellfork? Höllenofen. Ach, das meinst du? Ja, nimm mal einen mit für unser Haus. Okay. Ach, ich sollte... Oh. Ich habe meinen Obsidian Skull weggeworfen, hast du noch einen, Dani? Au, 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 Dani! Au, au. I need Obsidian Skull. Ich habe aber genug Obsidian, ich kann dir eben mal herstellen. Ich habe einen einzigen und den brauche ich selber. Oh, es gibt Magma-Schleim da. Bounce Potion. Attackers also take damage. Ja, okay. Den und den. Ich sehe Schätze jetzt, das ist verdammt praktisch. Oh, und ich habe keine Heiltränke mehr. Hast du Heiltränke? T2 Lava, nimm dir doch die Potion hier aus dem. Aus der Kiste. Kann ich nicht, ich habe keine Dinge. Jetzt gib her, schnell. Eine Dark Lance. Schnell, der Fire Imp bringt mich um. Hilf mich. Was, Darkland? Kommst du nicht dran? Ich brauch... Nee, ich brauch auch schnell. Von Geos kommst du dran. Nein! Bitte! Aua! Sollte mein Inventar mal eben wieder aufräumen. Immunity to Lava. Ja. Okay. Für 3 Minuten aber nur, ne? Also, mach hinne. Darklands? Ach warte, das ist nur Lava. Ich glaube nicht die Feuerblöcke. Du kannst jetzt in die Lava springen. Ey, das ist ja geil. Hab ich dir einfach mal gelassen. Danke. Gib mir bitte die Heil... Ich brauch das Heilding, bitte. Ich brauch auch einen Obsidian Skull. Warte... Ich brauch HP... und sterbe ich. Ich hab nämlich nur noch 2 Herzen. Boah. Hm, hier ist Lava. Hier ist Hellstone. Kannst du mir gleich einen Obsidian Skull machen? Mal in die Lava. Wer braucht einen Obsidian Skull? Ich kann glaub ich einen herstellen. Die bringt die Immunität zu Lava. Ja, ich weiß. Tut sie. Probier's mal aus. Wee! Wie Wasser. Was? Immunität zu Lava? Sowas gibt's? Ja. Nice. Ich hab grad so einen Trank geschluckt. Ich hab das Gefühl, dass ich gleich sterben werde, wenn ich nicht möglichst schnell hier rausgehe. Nee, Obsidian Skin. 2 Minuten habe ich noch. Wir müssen... Boah, die Hölle ist definitiv 10-mal nicer wie vorher. Jo. Das ist mal erkunden. Kannst du mir einen Obsidian Skull irgendwie geben? Ich glaube, wir bräuchten da irgendwie eine Workbench oder sowas. Ja, muss ein Obsidian. Die ganzen Crafting-Dinger, warte mal, ich mach fast mal eben das scheiß Ding kaputt machen. Außerdem, ja, das sind die Dinger, die diese Sun Furies droppen. Hm? Stirb! Lol, was ist das? Was soll das denn? Ein Dämon. Ich glaube, diesen Zauber können die fallen lassen. Ich hab den mal in irgendeinem Trailer gesehen. Geil. Stirb. Lol. Achtung! Ah, Lava. Gut, ich sterb hier gleich, was geht? Ich sterb auch gleich, noch ein Treffer, ich bin tot. Okay, wir brauchen Heiltränke, wir müssen uns ausrüsten. Und wir brauchen mal eine richtige Base. Ich hab mal Base. Den Ofen mitgenommen, ne? Nee, jo. Ich hab ihn. Ey, ich geh auch mal hier unten weg, das wird mir ein bisschen zu krass. Habt ihr hier den Ofen irgendwie? Ich hab nen Ofen. Gut. Ich hab nen Sollen Höllen. Wir für diese Demonstration, wobei, nee, unsere andere Welt ist blöd, da ist die Hell nicht so gut generiert. Jo. Das ist schon besser mit der hier. Wir müssen allerdings anständige Sachen finden. Jo. Und wir müssen Skeletron nochmal besiegen. Ach ja, es gibt... Ausrüsten. Ich habe auch gelesen, dass in dem Patch Note, dass es jetzt einen riesigen Monster-Slime-Boss geben soll. Habt ihr irgendwie Spinnenweben oder so? Jo, hab ich. Lass schon mal Bett hier hinstellen. Jo, kann ich machen. Wirklich allen möglichen Scheiß dabei. Und hier ein richtiges Haus auf dem... Nicht so eine Kackhütte, wenn man eben den... Nippelhaus. Nicht so ein Nippelhaus. Okay, wir brauchen Axt. Axt, jo, Axt, hab Axt. Ich? Ich hol mal ein bisschen Holz. Ey, ja. nicht mehr den ganzen Müll zuwerfen. Den werf Warum? Ich jetzt auch mal weg hier. Ich dachte, du wolltest Müllmann werden. Ey, ich hab Pflanzen, die im Dunkeln leuchten. Frisch aus Japan. Mensch, der war echt gemein, Mann. Frisch aus Fukushima importiert. Genau. Das ist ganz heiße Ware, du. Ach, man kann die nicht placen. Stone Block. So, ich hab, glaube ich, genug Holz für eine Workbench. Ach, hier an der Corruption wachsen jetzt auch Bäume. Wir müssen mit den Steinen was basteln dann. Habt ihr ordentlich Steine? Ich erinnere mich noch an unser Duell, Dani. Ich hab 3 Stacks. Ich erinnere mich noch an unser Duell. Müssen wir wiederholen.
Okay. Warte, ich aber erst, wenn ich Tränke hab. Nee, wir haben nur ein Runde Leben. Wir wollen jetzt unsere Bude bauen. Wollen wir jetzt hier drei runtergehen oder wie jetzt? Wieso kann ich die Kaxiz hier nicht placen? Ja, wir bauen da erstmal, ach, dann und dann, dann nicht hier pflanzen, Dani. Wir müssen das Haus einfach mal... Nein, ich will nur eben was ausprobieren. Wollen wir in die Tiefe bauen? Was ist ich? Was habt ihr euch vorgestellt hier? Ja, wir könnten die Brust bevölkern. Wir können auch ein Erdhaus bauen. Wir können es auch sein lassen. Ich zählt es als abgeschlossenes Haus? Wir bauen einfach ein Erdhaus, denke ich. Oder dann baue ich mir einfach eins. Was braucht man denn, um diese Kack-Blink-Wood-Seeds zu placen? Ich glaube, da braucht man irgendwas Dunkles, dunkle Umgebung. Keine Ahnung. Aber das ist jetzt unwichtig. Wir brauchen erstmal ein Haus, wo NPCs drin spawnen. Ey, Dani. Ja? Hilf mal bitte, wir brauchen NPCs. NPCs. So, stopp. Spielercharaktere. So. Da. Oh, du hast auch einen Heulenofen. Ich reiß mir eben hier den Hintergrund ein, dass wir den mit Holz gleich voll machen können. Hast du denn genug Holz? Jo, ich habe ein bisschen was gesammelt, weiß ich nicht. Ich habe 3 Stacks Steine. Wofür brauchen wir Steine? Tom? Keine Ahnung. Wegwerfen. Ja, er wollte unbedingt Steine haben. Mein The Breaker kann das nicht anständig kaputt machen. Der Steine cool. Für den Hintergrund, Steinhintergrund. Ja, warum da nicht? Natürlich auch Holz, so eine Blinkroot-Pflanze. Cool. Die leuchtet im Dunkeln. Mein Breaker will die Wand nicht anständig zerstören. Oh. Der will nicht. Der ist kaputt. Mein Breaker ist kaputt. Kannst du mal eine Workbench stellen? Ich muss mir was Besseres machen. Jo, kann ich machen. Hooray! Sekunde, ich mache eine. Wir brauchen dann übrigens, dass der ganze Rand weg ist. Was ist denn das nochmal? Ach, das ist dieses Ding, was du steuern kannst, ne? Richtig. Egal, helf mal mit. Wir müssen bauen. Stonewall. Pew. Ich kann mir nur... Ich glaube, ich baue jetzt hier nochmal 3 Hellforges hin. Boah, ich mach erstmal jetzt mal ein bisschen hier Hellstone Bar. Wir können mal Duell machen, Dani. Ja, Mann. Das für ein Ding. Das ist ein cooles Ding. Aber jetzt erstmal hier bauen. Wo soll ich denn die Hellstone Bar hin tun? Sollen wir hier oben den ganzen Crafting-Scheiß hinpacken? Jo. Ich würde sowieso sagen, wir machen hier mal ein Haus oder eine Wand hin, oder? Jo. Moment, ich mache erstmal jetzt mal ein bisschen Hellstone Bar hier. Mitten in der Brust. Auf jeden Fall. Wir brauchen vor allem Holz, oder ich brauche mal Holz. So, 69 Hellstone Bar erstmal. Du musst uns dann noch Stoff und ein Bett machen. Jo. Wir müssen uns jetzt hier erstmal wieder einrichten. Na super. Ja, die Bäume der Corruption droppen dir auch Holz. Jo, glaube ich zumindest. Das ist gut. Das ist richtig gut. Ach ja, ich kann hier einen Obsidian-Skull machen, wenn du noch einen brauchst. Ja, der wäre ganz praktisch, weil wenn ich nicht auf den Dingern da rumlatschen kann, ist das unpraktisch. Ach, ich hol fürs erste Mal ein paar Schatztruhen. Bis gleich. Machst du das? Oh. Bis gleich. Wohin gehst du denn? Ach, die Schatztruhen einsammeln. Jo, ich sammle die. Kannst du einfach craften. Ach, halt's auf. Ich klau mir die. Oder so. Kann man's auch machen. So, Bäume. Da wir schon so einen 1-3-3-7 Tunnel gemacht haben. Der nicht mal ganz bis zum Ende runter geht. Und? Er geht bis zur Höhle, das ist das einzig Wichtige. Wir können den Tunnel dann aber echt mal nach unten verlängern, sodass man nur reinspringen muss. Ach ja, okay. Ich meine, für uns ist das ja kein Problem, ne Tom? Wegen dem scheiß Bumerang. Klemi, hast du nicht mittlerweile 12 von diesen keinen Fallschaden-Krieg-Dingern? 2 nehme ich nicht. Ist unpraktisch. Ich mach mal ein Bett. Ja, das wäre auch sehr cool. Ich brauche aber Holz dafür. Auf einer Insel suchen. Ich habe bei mir auf meiner Welt gesucht, aber ich habe keine gefunden, beziehungsweise waren alle Schatztruhen leer. Ich hab mal ein paar aufdringliche Holz. Ja, gerade geholt. Und ich bring mal ein bisschen Holz. Mach du mal ein Bett. Okay. Dann, wohin damit? Links. Ich mach hier noch so einen Amboss hin. Warte mal, wenn ich da jetzt Dreck hinziehe, zählt das dann als Haus? Nö.
Warte, Moment, ich komme sofort. Muss hier noch eine Fackel hinsetzen? Als Lichtquelle? Nee, es zählt nicht als Haus. Nee, brauchst einen Holzhintergrund. Jo, ich komme sofort, ich hole mir hier noch ein bisschen Holz. Das war, glaube ich, keine so gute Idee, hier drin was zu bauen. Wieso? Warum? Mit meinem The Breaker kann ich nichts kaputt machen hier. Ja, weil dein Breaker einfach zu schlecht ist.